Welche ist die richtige Antwort? Die Differenz von diesen zwei Quadratwurzeln ist eine dieser fünf Antworten. Um herauszufinden, welche, werden wir berechnen, das Quadrat von welcher dieser fünf Antworten ist gleich zum Quadrat von dieser Differenz. Dazu berechnen wir das Quadrat von dieser angegebenen Differenz und nutzen hier die binomische Formel a minus b im Quadrat. Das ergibt a im Quadrat minus 2 mal a mal b plus b im Quadrat. Dieses Quadrat verschwindet mit der Quadratwurzel. Dieses Quadrat verschwindet mit dieser Quadratwurzel. Und hier haben wir das Produkt von zwei Quadratwurzeln. Das ist dasselbe wie die Quadratwurzel von dem Produkt. Da steht 2 plus 2, das macht 4. Hier steht Quadratwurzel von 3 minus Quadratwurzel von 3, das macht 0. Diese beiden Wurzeln sind also weg. Und unter dieser Quadratwurzel sehen wir a plus b mal a minus b. Binomische Formel, das macht a Quadrat minus b Quadrat, also 4 minus 3. So, und 4 minus 3 macht 1. Die Quadratwurzel von 1, das ist 1. Also stoßen wir auf diese Rechnung und finden, dass das Quadrat von der angegebenen Zahl 2 ist. Das Quadrat von Quadratwurzel von 2 ist aber auch 2. Also muss diese angegebene Zahl dasselbe sein wie Quadratwurzel von 2. Antwort B ist die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathe-Olympiade beantworten.